Es gibt ein Highlight. Was es genau ist, nach dem Intro. Herzlich willkommen auf Bäcker.de. Genau, ich habe euch gerade so ein kleines Highlight versprochen. Da ist es. Genau, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, eine kleine Radtour habe ich heute geplant mit euch zusammen. Auch wieder die erste nach langer, langer Zeit. Genau, gestartet bin ich in Blomberg. Bin von dahin gekommen, möchte dahinter in Richtung Schiedersee. Das ist der Plan. Genau, ich zeige euch kurz mein Fahrrad, denn ich habe kein E-Bike. Genau, hier ist das gute Stück. Ist ein Gitane-Rahmen, also von Bijou, komplett Aluminium, also wiegt wirklich nichts. Ja, habe ich vor dem Schrott gerettet. So. Gut, die Farbe ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es gelb ist, aber ich muss sagen, hat was. Gelb hat was. Genau. Wie gesagt, ich habe einiges dran gemacht. Ich habe die kompletten Achsen habe ich neu gefettet. Neue Lager drin. Das komplette Schaltwerk umgebaut. Ja. Also einiges dran getan die letzten Wochen. Dass es so läuft, wie es jetzt läuft. Muss ich zugeben, bin ich schon ein bisschen stolz auf mich selbst. Es lässt sich absolut sauber fahren. Selbst im 21. Gang ganz gemütlich. Zwischen 25-30 km/h, klar, wenn ich jetzt richtig reintrete, wird es auch schneller. Aber auf gerader Fläche, 30 km/h, gemütlich, finde ich toll, finde ich top. Genau, also ich würde sagen, wir starten jetzt in Richtung Schiedersee. Am Schwitzen, wie ihr seht, aber wir haben nach 17 Kilometern das Ziel erreicht. Ach, habt jetzt noch ein ganzes Stück zurück, nämlich auch noch mal gute, ich glaube, 17 Kilometer oder mehr. Schauen wir mal. Genau, ich muss zugeben, jetzt so für die erste Tour. Hätte ich nicht gedacht, dass es mir doch so viel Spaß macht, wieder mal Fahrrad zu fahren. Ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt und dass das jetzt hier kein, ja,
oder keine einmalige Show ist für euch, sondern dass es doch öfters mal eine Radtour gibt. Bis jetzt kann ich mir das echt gut vorstellen, muss ich zugeben, dass wir hier doch öfter nochmal eine schöne Tour gestalten. Genau, aber es ist noch nicht zu Ende. Es ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. So, ein paar Daten habe ich natürlich auch für euch. Ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von langsamen 16 km/h. Aber es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an, es kommt auf den Spaß drauf an und dass man auch das ein oder andere sieht. Zumindest bin ich der Meinung. Ich werde jetzt eine kleine Pause einlegen und ihr könnt noch ein bisschen den See genießen. Also bleibt dran. Thank you.
Ich hoffe, diese kleine Radtour hat euch gefallen, hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich muss mir natürlich noch so einige Sachen überlegen, wie ich euch noch etwas mehr zeigen kann, beziehungsweise auch
ja, wie ich das ein oder andere filme. Da muss ich mir noch was überlegen. Eventuell habt ihr ja Tipps, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Genau. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben. Und natürlich abonniert den Kanal. Damit würdet ihr mich richtig doll unterstützen. In diesem Sinne, träumt nicht euer Abenteuer, lebt es.